1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu unserer letzten Woche vor der Sommerpause. Schön, dass ihr da seid. Wie immer montags eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ihr kennt das Spiel, dann ruft ganz einfach an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte unbedingt die Telefonnummer draufschreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Also, es geht los. Heute und jetzt und diese Woche. Als erstes mit Alex. Und Alex ist kein Mann, wie ich hier lese, sondern eine Frau. Hallo. Hallo, Domian. Alex, 20 Jahre alt. Genau. Wahrscheinlich heißt du Alexandra oder sowas, oder? Richtig, richtig. Wir sagen dann mal einfach Alex weiter. Ja. Ja. Alex, um was geht's? Es geht darum, Domian. Ich möchte meinen Freund mit einer zweiten Frau überraschen. Oh. Ja. Du möchtest ihn mit einer zweiten Frau überraschen? Du möchtest ihm quasi als Geschenk eine zweite Frau machen, oder was? Nee, halt als Dreierkonstellation. Ach so, Gruppensex. Genau. Verstehe, weil er drauf steht? Das weiß ich nicht. Ach so, ja, wie kommst du auf die Idee? Ja, wir haben schon so einiges halt ausprobiert. Und ich dachte halt so, die Beziehung mal so ein bisschen beleben. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Ja, anderthalb Jahre. Ist doch noch nicht so dolle. Ja, nee, aber wie gesagt, man hat schon einiges ausprobiert. Ja. Und die ganze Palette rauf und runter, alles ist mittlerweile langweilig, jetzt muss ein Dreier her. Sowas. Ja, indirekt. Ja. Nur das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie er darauf reagiert. Ja gut, aber sowas kann man ja mal erfragen, indem man sagt, hey, wie findest du eigentlich... Ja, ich habe es mal so indirekt anklingen lassen und ja, er hat halt mit... Auf einer Seite war er eigentlich recht interessiert, aber wiederum hat er dann halt auch so leichte Bedenken gehabt. Die Bedenken gehen in welche Richtung? Ja, dass halt ich, ob ich damit umgehen könnte, wenn halt er mit einer anderen Frau zugange wäre. Okay, da geht's ja dann, da richten sich die Bedenken ja, das ist ja eine Sorge, was deine Person anbelangt. Also nicht, das ist ja kein Bedenken, was seine Person angeht. Ja, ist richtig. Nur ich weiß halt nicht, was er machen würde, wenn jetzt wirklich auf einmal eine zweite Frau hier bei mir hocken würde und er dann einfach dazukommt. Wie stellst du dir das denn vor? Wie soll das denn überhaupt arrangiert werden? Ja, also mir wäre schon ganz lieb, wenn er nichts davon wüsste und wie gesagt, ich ihn wirklich damit überraschen würde, wenn er nach Hause kommt. Ja gut, aber wir spielen das mal gerade durch. Er kommt nach Hause, du hast irgendeine Süße arrangiert. Ja. Ihr beiden Mädels seid in der Wohnung. Wie trifft er euch an? Seid ihr schon irgendwie ausgezogen oder leicht angezogen? Oder wie würdest du es dir vorstellen? Ja, ich sag mal so, ich hatte es eigentlich so gedacht, dass er halt erstmal ganz normal kennenlernt, also sprich auch voll bekleidet kennenlernt. Ja. Und dass man ihn das dann halt eröffnet, beziehungsweise dass ich mit ihr dann halt den Anfang mache. Ach so. Das ist natürlich herbe, ne? Ja. Da sitzt irgendwie eine wildfremde Frau, die er vielleicht gar nicht kennt. Ihr plaudert alle miteinander und das ist gut. Und plötzlich rückst du nah an das Mädel heran und begrabbelst die. Ja, so ungefähr. Würdest du das machen? Hast du so ein bisschen bisexuelle Interessen? Ja, ich bin eigentlich doch schon bisexuell. Weiß er das? Das weiß er. Machst du es gar für dich, diese Geschichte mit der dritten Person? Ja, eigentlich für beide, muss ich sagen. Also du würdest auch schon gerne? Ja, ich würde es schon gerne mal ausprobieren, muss ich sagen. Hast du denn schon mal alleine mit einer Frau Sex gehabt? Ja, hatte ich. Das schon? Mhm. Das hatte ich. So, okay, du willst ihn überraschen. Genau. Weil es wahrscheinlich ihm schon Spaß machen würde, gehe ich mal von aus. Und weil es dir auch Spaß macht. Und dir.
Warum eigentlich so kompliziert? Warum sagst du nicht einfach, warum planst du das Ganze nicht mit ihm? Indem du sagst, pass mal auf, ich hab Bock drauf. Hast du auch Bock? Lass es uns angehen. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, ich suche jetzt auch schon einige Zeit. Mhm. Und die Suche gestaltet sich wirklich sehr, sehr schwierig. Na gut, dann könntet ihr zusammen suchen. Dann wäre es noch einfacher vielleicht. Ja, eventuell. Nein, nee, aber verstehe meine Frage. Meine Frage ist, warum planst du es nicht ganz normal mit ihm zusammen? Indem du sagst, pass auf, ich habe hier so eine Idee, lass es uns zusammen angehen. Warum über die Überraschungsschiene? Ich denke mal, wenn ich ihm das von vornherein so sage, dass er dann von vornherein sagt, er möchte es nicht, weil er ja seine Bedenken schon geäußert hat dazu. Ja, aber das könntest du doch leicht ausräumen, indem du sagst, nee, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, wenn du dann mit der anderen Frau was machst. Also um mich brauchst du dir keine Sorgen machen, dann hättest du seine Bedenken doch vom Tisch gefegt. Ich habe ihm das ja gesagt. Und trotzdem war er... Und trotzdem, ja. Aha. Er weiß aber von deinen bisexuellen Neigungen. Ich habe ihm das erzählt. Ja. Mhm. Könnte es sein, dass da auch noch ein anderer Grund ist, dass er das vielleicht wirklich nicht gerne hat? Oder nicht gerne machen möchte? Ich sag mal, dafür ist er eigentlich auch zu aufgeschlossen, weil, wie gesagt, wir haben schon eigentlich vieles ausprobiert, was auch nicht gerade, sag ich mal, in die normale Schiene fällt. Dann verstehe ich es nicht, dann verstehe ich es wirklich nicht. Wenn du ihm glaubhaft versicherst, hier, mir macht das nichts aus, ich bin nicht eifersüchtig, dann müsste er doch mit wehenden, jubelnden Fahnen dastehen und sagen, hey, fett, finde ich gut, zwei Frauen, lass es uns machen. Ja, habe ich auch gedacht. Ich weiß auch nicht, was ich so jetzt davon halten soll. Keine Ahnung. Hm. Jetzt, wie gehen wir jetzt weiter vor? Ne? Das ist jetzt die Frage. Weiter diesen Überraschungskuh einfädeln? Mhm. Oder vielleicht doch diese ganz offensive Geschichte, ihm das sagen, dass du es gerne möchtest und dass ihr es gemeinsam angeht? Also es besteht ein gewisses Risiko, habe ich jetzt rausgehört, dass er zurückschreckt vor der Situation. Genau. Ja. Unter Umständen eventuell möglich. Aber warum? Ja, das weiß ich so ganz genau eigentlich weniger. Weil, wie gesagt, er ist wirklich sehr aufgeschlossen und ich glaube, seine einzigen Bedenken sind wirklich halt wegen mir. Ja gut, aber wir drehen uns im Kreis, ne? Du hast es ja gesagt, dass es dir nichts ausmacht. Eben. So, Frage. Soll man jetzt auf Risiko fahren und diese Überraschungsgeschichte einfädeln und es machen? Oder soll man nicht auf Risiko fahren, weil man Angst hat, man macht da irgendwas kaputt und es entsteht eine peinliche Situation und wir machen es ganz offen? Ist schwierig. Ja, ist nicht ganz einfach. Also, ich tendiere, so ich sag dir mal so eine Tendenz bei mir. Das muss jetzt nicht richtig sein, aber eine Tendenz ist, ich würde es vielleicht schon riskieren, diese Überraschung einzufädeln. Mhm. Denn in dem Moment, wo er sieht, dass du ihn damit überraschst und seine einzigen Bedenken wirklich die sind, dass du eifersüchtig sein könntest, sind die ja weggepustet, denn du hast es ja eingefädelt. Ja, ist richtig. Ne? Und du sitzt da und sagst, hier, pass auf, mir macht das nichts aus. Wir haben jetzt eine schöne Zeit, ein paar Stunden zu dritt. Mhm. Und was kann passieren? Er kann höchstens sagen, nee, komm, ich habe keinen Bock, lass es sein. Dann ist es auch gut. Ja, mach es. Mach das mit der Überraschung, Alex. Finde ich ja. Schon. Ich mag sogar, während ich rede, finde ich das eigentlich ein ganz, ganz nettes Ding. Ja, die meisten Jungs finden das doch toll. Also da müsste es doch dem Teufel zugehen, wenn er da verschreckt wäre. Ja. Aber du darfst dann aber wirklich auch nicht eifersüchtig sein, ne? Nee, bin ich auch nicht. Ne? Habe ich mir auch von vornherein gesagt. So, wenn er sich vergnügt mit der anderen, dann musst du auch tapfer zugucken, ne? Nee, da habe ich auch keine Probleme mit. Okay. So, du fädelst das bitte ein. Und jetzt haben wir nächste Woche Sommerpause. Ich würde gerne dann nach der Sommerpause mit dir darüber sprechen, wie es war. Ja, alles klar. Du mailst uns und dann unterhalten wir uns weiter, okay? Ja, sicher. Machen wir. Also, viel Spaß. Toi, 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 Alex. Danke. Tschüss. Tschüss.
So, ihr Lieben, freie Themennacht, wie immer montags 0800 220 5050 oder mailen unter domian@wdr.de. Schon mal jetzt ein Hinweis auf unser Thema am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema, wenn das meine Kinder wüssten. Ich möchte gerne folglich mit Eltern sprechen, die ein großes Geheimnis in sich tragen, mit sich herumtragen, ihren Kindern gegenüber. Also, wenn das meine Kinder wüssten, ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr euch daran beteiligt wollt, könnt ihr schon jetzt mailen unter domian@wdr.de. Und hier ist Michaela. Michaela ist 31 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Michaela, guten Morgen. Ja, hallo. Also es passt jetzt irgendwie zu dem Thema, das du angekündigt hast. Und mein Thema ist irgendwie, wenn das meine Schüler wüssten. Aha, du bist Lehrerin. Ja, ich bin Lehrerin und ich muss gleich dazu sagen, ich rufe aus New York, besser gesagt aus Brooklyn, und ich stehe jetzt hier gerade auf einem Dach und bewundere gerade den Sonnenuntergang. Ach, das ist ja verrückt. Aus New York rufst du an im Moment. Ja, genau. Du bist Lehrerin in New York. Ja, ich bin Lehrerin in New York, genau. Deutschlehrerin in New York. Bitte? Deutschlehrerin in New York. Ah, kannst du dir noch einmal sagen, das Empfang ist irgendwie ziemlich schlecht, entschuldige. Wir können dich gut verstehen. Bist du Deutschlehrerin in New York? Nein, ich unterrichte Mathematik. Respekt. Ich bin mit so einem so International Teachers Program bin ich hergekommen. Verstehe. Das ist ganz anderes, ja. Verstehe. So, und der Grund deines Anrufes? Ja, also mein Thema ist, wenn das meine Schüler wüssten, so quasi. Und zwar, ich habe mich irgendwie, irgendwann im Frühjahr dieses Jahres habe ich mich ziemlich in einen Kollegen von mir verliebt. Mhm. Und irgendwann einmal haben wir dann darüber geredet, so quasi so geheime sexuelle Fantasien und so. Ja. Und dann haben wir gemeint, also irgendwie würden wir es gerne mal im Klassenzimmer machen. Oh, aber halt, ich unterbreche mal eben. Wir reden von einem Kollegen, nicht von einem Schüler, ne? Nein, von einem Kollegen. Von einem Kollegen. Um Gottes Willen, ja. Nein, das ist Schüler, das kommt überhaupt nicht in Frage. Was unterrichtet er? Er unterrichtet Englisch. Englisch, gut. Englisch und Mathematik, okay. Genau. Im Klassenzimmer möchte er es gerne mal. Ja, beide, ja. Und wir haben dann irgendwie ziemlich lang vor uns hergeschoben und es war schon irgendwie Ende des Schuljahres irgendwie schon, es ist schon immer näher gekommen und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir es aber irgendwann einmal doch machen. Ja. Und dann sind wir mal nach dem Unterricht länger in der Schule geblieben. Mhm. Und dazu muss man sagen, die Klassenzimmer haben zwei Türen, eine Tür ist vorne und eine ist hinten und beide Türen haben ein Fenster drin, also man kann sich nicht wirklich gut verstecken in der Klasse. Ja. Und wir haben Angst, dass uns entweder der Schulwart oder irgendeine Administratorin halt erwischt und es gibt halt so einen Punkt, das ist ein ziemlicher toter Winkel, wo man nicht in die Klasse schauen kann. Verstehe, ja. Ja. Und dort haben wir es dann eben versucht und es ist dann auch gelungen. Es war nicht wirklich jetzt so super tolle, aber es war irgendwie ganz lustig. Also knallharter Sex im Klassenzimmer. Ja, genau. Ich habe mich im toten Winkel an einen Computerdrucker lehnen müssen. Also im Stehen quasi, nicht auf einer Schulbank liegend. Nein, das war uns irgendwie, also die Schulbänke, die sind irgendwie ziemlich schmutzig und das war uns doch irgendwie zu grausig. Wie lange? Wir haben dann gesagt, nein, das machen wir doch nicht. Und das musste dann doch im Stehen geschehen, ja. Ich gehe mal davon aus, dass ihr beide schon doch relativ angespannt wart und verspannt wart, sodass es nur ein Quickie war. Wie lange hat der Quickie denn angedauert? Nicht lang, also es hat eine Weile gedauert, bis es überhaupt geklappt hat, weil wir davor überhaupt noch nie im Stehen gemacht haben. Also wir haben nicht wirklich geübt und das war irgendwie jetzt nicht, also es hat irgendwie nicht lang gebraucht, bis es überhaupt geklappt hat. Aber das ist kleiner als ich, das war natürlich ganz hilfreich. Das ist ja unfassbar, was da in amerikanischen Klassenzimmern abgeht. Wenn du jetzt in diesem Klassenzimmer stehst und ernsthaft Mathematik unterrichtest, musst du da wahrscheinlich immer so ein bisschen dran denken, oder? Es war seine Klasse, aber ich habe gesagt, du kannst sicher nie wieder diesen Drucker anschauen, ohne daran zu denken. Aber mal dir mal die... Es gibt noch eine Fortsetzung von der Geschichte. Ja. Und zwar, wir haben zuerst eben Kondome verwendet und so, und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt mit den Kondomen? Und dann haben wir gesagt, die können wir jetzt nicht einfach in den Mistkübel eben in der Klasse irgendwie hineinwerfen, weil das geht ja nicht. Würde der Hausmeister auf dumme Gedanken kommen? Jetzt haben wir die halt eben schön in so eine Plastiktüte halt gepackt und alles schön, und er hat es in seinen Rucksack reingetan und dann
sind wir nachher noch in meine Klasse gegangen und ich habe dann noch so Sachen eben mitgenommen und irgendwie dürfte dann diese Plastiktüte eben aus dieser Tasche rausgenommen haben. Ja. Na egal, am nächsten Tag unterrichte ich und war irgendwie so eine lockere Stunde mit meinen Schülern und plötzlich findet ein Schüler von mir diese Plastiktüte und schaut hinein und sagt, ih, da sind wirklich gebrauchte Kondome drin. Das ist ja wirklich eine Geschichte. Natürlich ja. Ahnte niemand, wer die Benutzer dieser Kondome waren. Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich muss dazu sagen, der Schüler, der sie gefunden hat, der hat sich da irgendwie nicht weiter dabei gedacht. Der wird sich gedacht haben, das ist irgendwie ein blöder Scherz von irgendwelchen jüngeren Schülern oder verstehe. So. Und du warst wahrscheinlich... Ich habe dann gleich gesagt, was hast du da gefunden? Und so und habe dann gleich gesagt, das wird total eklig und gib mir das, ich schmeiß das gleich weg und so. Und du warst dann gleich die... Aber ich hab ziemlich geschwitzt, muss ich sagen. Mann, das ist ja, da geht's ja zu. Die ganze Sache war ja schon ein bisschen heikel, ne? Wenn da jemand reingekommen wäre, ihr hättet doch unter Umständen euren Job riskiert, oder? Ja, ich meine, schon ziemlich heikel. Dazu muss man aber auch sagen, dass wir beide also jetzt von der Schule weggehen, weil es uns beiden dort nicht gefällt. Ach so. Wir ziemlich satt haben. Aber es war schon sehr riskant. Also das war uns schon bewusst. Es war auch irgendwie lustig, weil wie wir so richtig beim Sex waren, ist plötzlich über den Lautsprecher eine Ansage gekommen und wir haben wirklich geglaubt, uns bleibt das Herz stehen. Also ich habe gedacht, da steht jemand in der Klasse. Was sagte die Ansage? Ich weiß gar nicht. Irgend so eine Ankündigung von irgendeinem Meeting. Ach so, ich weiß auch nicht mehr genau. Also es ist alles gut gegangen. Ja. Nicht zur Nachahmung in Deutschland empfohlen, liebe Nein. Lehrerinnen und Lehrer, die ihr uns gerade zuhört. Sagen wir nochmal kurz zum Schluss, Michaela, wie kommt es, dass du uns in den USA, in New York hörst? Nein, natürlich übers Internet. Und ich möchte auch an dieser Stelle auch ganz herzlich alle vom Domian-Chat grüßen. Also ich bin dort regelmäßig dabei. Und Ja, und glaube ich ganz besonders den James und den Gordon grüßen. Also Domian-Chat, muss man sagen, ist zu finden bei www.nachtlager.de. Genau, ne? Und das kann man ganz sich klar. Auch die Sendungen downloaden, wenn man mal eine verpasst. So ist es. Ich höre es immer übers Internet und manchmal über Nachtlager und das ist für mich, es klappt ganz cool. Das ist ja schön. Also wir sagen jetzt herzliche Grüße über den großen Teich nach USA. Wirst du denn in Amerika bleiben oder gehst du zurück nach Deutschland? Möchte ich jetzt nicht sagen. Wobei, du hast so einen Akzent, als wärst du Österreicherin, kann das sein? Ja, bin ich, ja. Haben wir es doch direkt erraten. Ja, doch. Ja. Wir haben auch schon einmal telefoniert in der langen Domian-Nacht, aber das wirst du wahrscheinlich nicht mehr wissen. Ah ja, das ist schon eine ganze Weile her. Ja. Also Michaela, schön, dass wir wieder gesprochen haben und schön, dass du Spaß hattest und dass es gut gegangen ist vor allen Dingen. Ja. Grüße nach New York. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jürgen. Jürgen ist hier. Jürgen, mein Namensvetter. Jürgen, 33, hallo. Ach, hallo, grüß dich, Domian. Ja, hallo Jürgen. Ich bin jetzt etwas überrascht, ich bin jetzt gar nicht von deiner Redaktion vorbereitet worden, dass ich auf Sendung bin. Das geht ja immer zack, zack. Ja, cool, aber jetzt bin ich drin. Jetzt Wahnsinn. Bist du heiß auf dem Sender. Ja. Ja, schön, dass du da bist, Jürgen, um was geht's? Mensch, cool, ja. gut, wie fange ich an? Also das Hauptproblem bei mir ist folgendes, ich hatte mit meinen 33 Jahren noch keinen Sex. Mhm. Nichts, ja. Gar nichts, überhaupt gar nichts. Auch nicht ein bisschen fummeln oder so? Ja, es gab mal eine Szene, das war so ein Kommunikationsseminar, in dem ich war, so 2-3 Wochen. Mhm. Da hat sich was angebahnt mit einer netten Dame. Ja. Ja gut, da haben wir uns dann getroffen, sind in eine Bar gegangen, waren recht alkoholisiert, aber dann ging nichts. Also war Licht aus und dann konnte ich nicht so. Da war halt dieser klassische Coitus geplant und konnte ich nicht. Ja. Und ja gut, es war eine Szene, die hat mich dann natürlich zusätzlich noch abgeschreckt. Ja, also wie lange? Dann die Finger von den Frauen gelassen. wie lang liegt das zurück? Das dürfte etwa so 5-6 Jahre zurückliegen. Hast du denn seitdem oder auch vorher viele Anstalten unternommen, irgendwie Frauen kennenzulernen? Nee, also es war grundsätzlich immer schon so, dass ich recht zurückgezogen gelebt habe, so im Keller des Hauses der Eltern und da mit Kumpels eben gezockt habe und so weiter, dass ich nie so auch so ein Disco-Mensch war. Ja. Und ja gut, ja, aber man kann ja Frauen nicht nur in der Disco kennenlernen. Also es gibt ja nun. Ich weiß. Ja. Und gut, und dann halt auch, sagen wir mal, meine sexuellen Fantasien so selber so entwickelt habe und dann dies, sagen wir mal, auch schon als ungewöhnlich empfunden habe, relativ früh. Was hast du denn für sexuelle Fantasien? Ja, also es war halt so, ich hatte in der dritten, vierten Klasse so ein Kindheitserlebnis mal gehabt. Ich denke, das ist sicher auch ein Grund. Mhm.
da hat sich so ein Mädchen mit, wir waren beide eigentlich ineinander verliebt, kann man sagen, auch mit dem Alter. Mhm. Ja, ziemlich heftig. Also hat sich vor mir, was ich halt so heute weiß, das habe ich, war mir damals nicht bewusst, mhm, hat sich vor mir selbst befriedigt. Mhm. Und irgendwie hat mich das damals, ich weiß nicht, einen Knacks versetzt oder so, aber es hat mich irgendwie so mitgenommen, dass ich vielleicht da so eine Obsession entwickelt habe. Seitdem war das so, dass mir das immer praktisch, wenn Frauen sich selbst befriedigen, das hat mich total angetörnt seitdem. Mhm. Ich bin dann ganz beruhigt. Ich dachte schon, dass du eine völlig bizarre oder fast perverse Fantasie entwickelt hättest und dich deshalb abgekapselt hast. Das ist ja noch nicht so schlimm. Das ist ja noch fast, nicht fast, und das ist ja alles noch im normalen Bereich. Mhm. Aber gut, das ist eine Fantasie, die dich wahnsinnig anmacht. Genau. Da stehst du aber nicht alleine da, das macht die meisten Männer an. Warum meinst du, dass dich das so verkapselt hat? Warum? Ja, weil es erstmal ungewöhnlich ist, weil dann eben auch das dazu kam, dass mit 18 war ich tierisch heiß auf die Videothek, dass ich eben rein konnte, und dann habe ich mir eben diese ganzen Filme geliehen und mir immer diese speziellen Szenen aufgesucht. Diese Coitus-Szenen, also praktisch die Penetration, die klassische, die hat mich irgendwie immer schon abgeturnt, und zwar irgendwie immer aus dem Grund, die Frauen haben immer so einen gequälten Gesichtsausdruck gehabt. Ja, weißt, also, und als ob praktisch, ich habe dann eben auch Bücher gelesen, also Aufklärungsbücher, und habe dann gewusst, alle Frauen wollen eigentlich klitoral stimuliert werden und so weiter. Ja. Und mir war immer praktisch das wichtig, dass eine Frau Lust empfindet und eben einen Höhepunkt hat, und dann war mir eben klar, dass ich will eigentlich gar keinen Coitus haben, weil die Frau nichts empfindet, dann habe ich auch keinen Spaß. Also so war das dann, ging es so los. Dennoch, auch mit dieser Haltung muss man sich ja noch nicht zurück und abkapseln. Ich weiß. Hast du die Angst, dass, wenn du eine Frau kennenlernst, dass die Erwartung gleich da ist, dass es zum Coitus kommen muss? Oder hast du auch, dass praktisch dieser normale Sex abläuft und dass er mich praktisch für pervers hält, weil ich sie praktisch als einfach so diese zärtliche Schiene will, ohne Coitus, also diese ganzen Sachen. Aber Jürgen, du wirst bejubelt von den Frauen, wenn du sagst, in erster Linie geht es mir auch darum, dass ihr den Spaß habt. Das ist ja genau das, was die Frauen an den meisten Kerlen kritisieren, dass es den Jungs immer um ihren Spaß geht. Und ja, eben. Also andererseits, wie gesagt, fühle ich mich ja deswegen total missverstanden, und das finde ich alles so traurig, weil eigentlich weiß ich ja so, wie eine Frau, ich denke zu wissen, wie eine Frau funktioniert, theoretisch. Ja. So, nun bist du 33 Jahre alt. Ja. Ist das jetzt so ein Druck, dass du denkst, Mensch, es muss jetzt bald passieren? Oder stehst du da immer noch und bist relativ gelassen und sagst, okay, wird schon noch? Nee, also eigentlich bin ich nicht mehr gelassen. Mhm. Weil es ist so, die Erfahrungen, ich habe ein, zwei Kontaktanzeigen, das hat mir dann gereicht. Also waren ziemliche Schreckschrauben, weil ich denke, dass ich nicht unattraktiv bin. Also ich denke, dass ich so ein sportlicher Typ bin und ganz gut aussehe. Aber wie gesagt, mit diesen sexuellen Neigungen, die ich halt nun mal habe. Ja, aber ich sag jetzt nochmal. Ja, aber ich sag jetzt nochmal. Du sagst das so, meine sexuellen Neigungen. Das finde ich keine abschreckende Neigung, wirklich nicht. Also, ja, wie gesagt, ich finde es ja auch bloß, ich habe das noch nie in meinem Kumpelkreis und so. Jeder tönt halt rum, so ungefähr, wie er die Frau flachlegt und dann praktisch immer dieses benutzt werden. Das kommt immer so in den Gesprächen. Gut, das sind auch so Männergespräche, und das ist auch viel Posing dabei, und man muss ja nicht sehr ernst nehmen. Dass wenig Männer so eine Einstellung wie ich haben, und da fühlt man sich plötzlich echt dann allein und zieht sich dann einfach auch zurück. Wahrscheinlich der große Porno-Konsument? Ja, also das muss ich sagen, 33 ist das jetzt natürlich vorbei. Naja. Also ich habe so 18 bis 20, 22 alles abgecheckt an Video. Also da habe ich teilweise echt in der Anfangsphase mir nur die Filme gelesen, durchgespult. Ich habe sie mir nie richtig angesehen, alles im Suchlauf. Ich verstehe, um die Sachen rauszufiltern, aber das ist auch wieder normal, das machen auch wieder alle Männer. Man summt dahin und guckt sich das an, auf das man nun gerade steht, und jeder steht auf irgendwelche anderen Sachen. So in den letzten Jahren, sage ich mal, hast du da noch viel Aktivitäten so an den Tag gelegt, um Frauen kennenzulernen? Ja, also eine Sache kommt dann auch noch, die ist wirklich, die habe ich auch so seit 10, 11 Jahren, habe ich mir auch ein bisschen drauf beschränkt. Das ist so, wir haben so ein Naturistenbad bei uns in unserer Gegend. Das ist also gut, ein nicht anrüchiges, sehr schönes Bad. Also ein Nacktbad, ne? Ja, so ist es. Ja. Und das besuche ich seit 10, 11 Jahren, also manchmal mit Freunden, manchmal auch nicht. Mhm. So, gut, ich habe auch so eine gewisse voyeuristische Neigung an mir entdeckt. Ja. Also, dass mich das irgendwie,
dass ich erst mal da versucht habe, Frauen kennenzulernen, aber da ist es einfach auch schwierig. Glaube ich, ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Also, was ist denn jetzt, abgesehen von der Sexualität, hast du nicht eine große Sehnsucht auch nach Liebe, nach Zärtlichkeit, ja, nach Geborgenheit? Nee, das muss ich auch noch sagen. Also das ist die eine Schiene, nicht, dass ich jetzt hier abgestempelt werde, nur auf Sex hier aus zu sein. Also das ist die eine Schiene. Es wäre wunderschön, wenn eine Frau da auch offen wäre, wie gesagt, in diesen Punkten. Ja. Aber die andere Ebene ist einfach die klassische Kuschelebene. Wenn man zurzeit in der Kneipe hockt, ist klar, Wenn man sich ein Bier trinkt, ja, oder einfach nur dieses Gefühl des Glücks, dann was dann entsteht, wenn man kuschelt und so. Das ist Wahnsinn. Das du siehst gut aus, sagst du, du bist ein sportlicher Typ. Was machst du vom Beruf? Ja, also einigermaßen. Naja, gut, okay. Also, man soll mir jetzt nicht, Adonis darf mir auch nicht. Nein. Schon, aber wir gehen nicht alle laufen, wenn wir dich sehen. Ja, nee. Was machst du vom Beruf? Ja, also das ist zurzeit auch so eine Sache. Also ich war im Behindertenfahrdienst tätig. Also Behindertenfahrdienst, Krankenfahrdienst und so weiter. Also auch so ein sozialer Job, kann man sagen. Ja, okay. Bin zurzeit aber arbeitslos. Also ich habe da das eine längere Geschichte, Todesfall gegeben und so weiter, da selber gekündigt. Aber ich bin da schon wieder dabei. Das müssen wir gar nicht vertiefen. Es geht ja letztendlich darum. Was ich ein bisschen seltsam finde, Jürgen, ist, die Gefahr besteht, wenn man so lange noch keine Erfahrung hatte und auch keine Beziehung hatte, dass man sich immer mehr verfestigt in seinen eigenen Verhaltensweisen, aus denen man nicht rauskommt. Dass man aus der eigenen Haut nicht rauskommt. Ja. Dass man den eigenen Schatten nicht überspringen kann und irgendwas nicht aufbrechen kann. Und da musst du, finde ich, jetzt schon, das ist noch okay mit 33, aber mit 43 wäre es, glaube ich, schon sehr schwierig. Du musst irgendeinen anderen Weg suchen, um wirklich noch mehr Frauen kennenzulernen und dir wirklich auch den Druck selbst aus dem Kopf herauszunehmen, die erwartet jetzt von mir, dass ich in klassischer Penetration mit ihr umgehe. Das ist alles völliger Unsinn. Geh es ganz langsam an. Du musst ja auch nicht gleich mit der Frau ins Bett gehen, sondern versuch doch erstmal auch einen freundschaftlichen oder einen geistigen oder Herzenskontakt aufzubauen und lass es auch mit der Erotik langsam angehen. Gerade wenn du im Bereich Vorspiel, Petting, weiß ich was alles, da bist du ja der Meister wahrscheinlich dann. Für die Frauen. Das ist halt einfach ein Traum, klar, es wär toll. Aber dafür musst du auch was tun und dafür musst du auch wirklich an die Frauen rangehen. Und du musst auch versuchen, Frauen kennenzulernen, wo und wie auch immer. Es gibt ja mittlerweile 100.000 Möglichkeiten von Internet bis eben auch in die klassischen Bereiche hinein. Aber du musst es tun. Ich weiß. Sonst wirst du einsam sein und wirst du einsam bleiben. Das ist der Punkt. Ich habe jetzt natürlich auch, das ist weit Wahnsinn, also es ist riesig, dass ich da jetzt bei dir drin bin. Es ist ja auch ein gewisses Forum. Was ich dich jetzt noch zum Abschluss so gefragt hätte, kann ich, also ist es möglich, dass ich theoretisch, wenn sich einer rühren will, bei euch rührt und dass ihr die Nummer rausrückt? Ja, das machen wir. Wobei ich nicht gerne Kontaktbörse hier spiele, Jürgen. Aber nur gut, wenn es jetzt passiert. Ich kenne deine Sendung seit vielen Jahren auch. Also wenn es jetzt so sein sollte, geben wir es natürlich sehr gerne an dich weiter. Was hältst du davon, wenn ich dir anbiete, dass du noch kurz oder wie auch immer, wie du es möchtest, ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja, klar. Also, dass ich vielleicht, wie ich auch selber Kontakte knüpfen kann. Ja, und vielleicht, was noch dahinter steckt, dass du, dass das alles so doch relativ festgefahren ist, wie es jetzt festgefahren zu sein scheint, das können wir nicht in ein paar Minuten hier auf dem Sender rausklamüsern. Wäre vielleicht nicht schlecht. Eine Bitte noch zum Abschluss. Kann ich vielleicht noch die Region sagen? Ist zwar nicht nur eine Minichance, aber die Region, wo ich bin. Okay, sag's. Okay, also das wäre Nürnberg-Fürth. Ich hab's mir fast gedacht, so die Gegend muss es sein. Ja, hab's gedacht. So von der Sprache her. Ja. Also, der Mann, der Frauen gut tun will, ne? Das kann man es ja sagen. Der Jürgen. Ja, und die mutigen Frauen sollen bloß andere in der Redaktion. 33 Jahre alt, ein schmucker, sportlicher Typ, ne? Ja. So kann man sagen. Du legst auf, meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Okay, danke, Domian. Tschüss, Jürgen. Ja, danke, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, und auch nochmal ein Hinweis auf unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema: Wenn das meine Kinder wüssten, Eltern und ihre Geheimnisse, Eltern und ihre ganz großen Geheimnisse. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch vielleicht jetzt schon per Mail unter domian@wdr.de. Hier ist Ronny. Ronny ist 23 Jahre alt. Hallo Ronny. Ja, guten Abend, Domian. Hallo Ronny. Um was geht's bei dir? Ja, also ich habe ein sehr ungewöhnliches Hobby. Jetzt bin ich gespannt. Ein ganz ungewöhnliches Hobby. Ja. Ja. Also ich mache eine Friseurlehre. Ja. Bin im dritten Lehrjahr. Ja. Und wenn ich dann den Leuten die Haare schneide, ja, dann packe ich sie in den Gefrierbeutel
Die Haare. Damit nach Hause. Die Haare packst du in einen Gefrierbeutel? Ja. Die fallen doch beim Friseur immer auf den Fußboden. Ja, wenn ich der Dame oder dem Herrn die Haare zu Ende geschnitten habe, ja, fege ich das dann auf, ja, und packe das dann in den Beutel. Und tust es irgendwie in deine private Tasche? Ja, genau. Und dann nehme ich sie mit nach Hause. Darf das denn der Chef oder die Kollegen sehen? Nein. Nee, das machst du also dann... ich glaube, dann würde ich Ärger bekommen. Ja, glaube ich auch. Wie, dann packst du die Haare in einen Gefrierbeutel? In einen Beutel? Ja. Und frierst die zu Hause ein? Nein, dann nehme ich sie mit nach Hause. Ja, und dann? Sammel dann erstmal, bis ich so 15 bis 20 Beutel zusammen habe. Ja. Und dann schütte ich die in eine Badewanne. Aha. Mach lauwarm Wasser noch rein und dann lege ich mich in die Haare. Ach. Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Du willst mich nicht verarschen jetzt, oder? Nein, das ist kein Scherz. Das ist die Wahrheit. Du kippst diese vielen Haare in die Wanne? Ja. Haare von Männern, von Frauen, von Kindern. Rote Haare, blonde Haare, schwarze Haare. Ja. Ein Riesensammelsurium. Mhm. Und legst dich dann in diese Haare, in diese Wanne, in das Wasser mit den Haaren. Ja, genau. Und dann? Ja, das ist für mich befriedigend. Also dann bleibe ich da halbe Stunde bis Stunde drin. Ist das was Sexuelles? Ja, auch. Erregt dich das? Ja, ich fühle mich da richtig pudelwohl drin. Erregt dich das so sehr, dass du auch onanierst dann? Ja, das kommt schon vor. Das kommt auch vor? Ja. Versuch es mir zu erklären, was daran erregend ist. Ja, einfach das Gefühl, das Weiche und der Duft manchmal, weil die Haare werden ja vorher gewaschen. Das Weiche kann es nicht alleine sein, glaube ich. Es hat doch bestimmt damit zu tun, dass es von so verschiedenen, unterschiedlichen Menschen stammt. Ja, das auch. Also irgendwie erregt mich alles daran. Denkst du dann an die Menschen, von denen diese Haare sind? Ja, zum Teil. Aber dann nur an die Frauen. Aber Männerhaare sind auch dabei. Ja, warum? Aber überwiegend mehr Frauenhaare. Du bist heterosexuell? Ja. Dann gäbe es doch eigentlich nur Sinn, wenn du nur Frauenhaare sammeln würdest. Ja, aber so habe ich mehr. Ach so. Ja, gut. Weil die Menge macht es, finde ich. Ach so. Dann nimmst du die paar Männerhaare in Kauf. Ja. Ist ungewöhnlich, ich weiß. Das ist völlig schrill, das habe ich noch nie gehört, sowas. Ich bin immer ein bisschen schwankend, ob ich dir glauben soll, aber irgendwie glaube ich dir schon. Du wirkst sehr, sehr glaubwürdig. Ja, ich habe das auch erst vor einem halben Jahr. Also ja, jetzt genau. Das ist jetzt genau die nächste große, spannende Frage. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, also ich habe einen Freund, einen Arbeitskollege, der arbeitet aber in einem anderen Salon. Mhm. Und der hängt sich die Haare in einem Kabuff auf. Wie, der hängt sich die Haare in einem Kabuff auf? Ja, der sammelt die. Ja. Darauf bin ich eigentlich auf die Idee gekommen. Ja, und dann habe ich mir mal gedacht, dann schüttest du die mal in die Badewanne. Und dann, ja, habe ich das ausprobiert. Und das gefiel mir richtig gut. Hat sich irgendwie so zufällig ergeben mit der Badewanne. War einfach, ja, mal so eine Idee. Ja, ich wollte das mal ausprobieren. Hast du das nicht irgendwo in einem abgefahrenen Film oder in einem Porno, weiß ich was, irgendwo gesehen? Das nicht? Nee, das kam einfach so, spontan. Mhm. Wie lange liegst du dann in der Badewanne? Ja, so halbe Stunde bis Stunde. Aber ist das denn hinterher total ekelhaft, diese nasse Haarpampe in der Badewanne zu haben, wenn du das Wasser rausgelassen hast? Naja, ein bisschen schon, aber dann mache ich es weg und dann schmeiße ich es in den Müll und dann fange ich wieder neu an zu sammeln. Und warum verwahrst du die alten nassen Haare nicht auf? Weil, wenn man die dann nochmal, die werden so komisch klamm. Ach so. Ja. Alles schon ausprobiert? Ja, hört sich komisch an. Und dann warte ich wieder, bis ich neue Haare habe und dann mache ich das Gleiche dann wieder von vorn. Du hast gerade gesagt, so lange machst du das noch gar nicht, ne? Nee, ein halbes Jahr. Ja, das heißt, so viele... Badehaar-Sessions kannst du auch gar nicht gemacht haben. Oder kommt da so viel zusammen bei euch? Also zwei bis dreimal im Monat. Zwei bis dreimal im Monat. Das dann schon. Ist das so, dass du dich da regelrecht darauf freust? Also wenn du die Vorstellung hast, ich habe bald genug wieder und dann kann ich das machen? Ja, also eine gewisse Freude daran habe ich schon. Dann kann ich mich wieder freuen. Ja. Hast du das schon mal irgendjemandem erzählt? Nein. Nee. Außer mein Freund, der weiß das. Ach so, der die im Kabuff aufhängt. Ja, genau, der hat mich eigentlich darauf auf die Idee gebracht. Aber nochmal eine Frage zu dem, wie im Kabuff aufhängt. Wie hängt er denn die abgeschnittenen Haare auf da? Der knotet die zusammen, ach so, macht sie dann an einem Haken und dann hängen sie da. Ach so, und das findet der auch erotisch? Ja, also ja. Der hat schon total viele. Ja. Ja, warum nicht? Also ich finde es jetzt nicht so empörend oder pervers. Ich finde es ungewöhnlich. Einfach ist schräg, ja, ungewöhnlich. Klar. Schlimm finde ich es nicht.
Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass manch einer jetzt darauf, wenn es irgendeinem anderen Freund erzählen würdest, der würde denken, du hast eine Klatsche, ne? Würden die denken. Ja, deswegen erzähle ich das meinen Verwandten und Freunden ja nicht. Hinterher wollen die mit mir nichts mehr zu tun haben. Auch der hat sie nicht alle. Ja, also den Verwandten, Tante Trutchen und so würde ich auch nicht gerade erzählen. Ja. Aber du hast, ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt vorausgesetzt, dass du keine Freundin hast im Moment. Nee, habe ich auch nicht. Wie wäre das, wenn du eine Freundin hättest? Würdest du das dann auch noch machen? Hast du mal drüber nachgedacht? Ja, ich würde das dann heimlich weitermachen. Mhm. Also sagen würde ich ihr nichts. Mhm. Also es ist schon so ein richtiges Ding, was dir Spaß macht und was du weiter praktizieren möchtest. Ja, also es ist ein richtiges Hobby geworden. Ja, ja. Wann ist die nächste Badewannensession angesagt? Ich denke mal Ende der Woche. Das heißt, so viel ist schon zusammen oder kommt noch zusammen die Woche? Also wird sich noch einiges. Wir haben viele Termine diese Woche noch. Da kann ich mich wieder freuen. Wenn du, nochmal eine Frage, dann, wenn du da in die Badewanne steigst, ne? Ja. Machst es dir dann zusätzlich auch noch schön? Ist das dann dunkel im Zimmer? Gibt es Musik? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe so einen Lichtregulierer. Ja. Und dann wird das Licht ein bisschen gedimmt. Ja. Und dann aber keine Musik, nichts. Und dann Räucherstäbchen an und dann entspann ich. Ach so, Räucherstäbchen. Und dann steigst du ganz sachte in diese schwimmenden Haare. Mhm. Langsam gleitest du da rein. Ja. Und das warme, weiche Wasser. Ja, und das fühle ich mich dann richtig. Ja, ich weiß, hört sich seltsam an. Stehst du zwischendurch auch dann nochmal ab und zu so auf, damit die Haare so überall an der Haut kleben? Nein, ich verteile das richtig dann. Wenn ich dann drin liege, verteile ich die Haare schön, dass überall was ist. Aber hinterher, wenn du dann aussteigst, dann hast du die doch an der Haut kleben. Wie kriegst du dann wieder los? Duschst du dann nochmal, oder? Ja, danach dusche ich dann. Ja. Ich glaube, jetzt wissen wir alles, was du da immer so heimlich machst. Hoffentlich hat dein Chef nicht zugehört, Mensch. Naja. Ach, der schläft jetzt schon. Chefs schlafen um die Zeit. Das denke ich mir auch. Ja, glaube ich auch. Friseurchef sowieso. Ja. Ja, Ronny, viel Spaß weiter. Ne? Könnt ihr vielleicht noch jemanden grüßen, meinen Arbeitskollegen? Diesen einen, der mit der Kammer. Ja, genau. Ja, okay, den darfst du grüßen. Den Weber möchte ich dann grüßen. Oh, okay. Okay, alles klar, Ronny. Tschüss. Tschüss. Seht ihr, was es alles gibt? Wir hören immer wieder neue Sachen hier. Das ist abgefahren. Immer wieder was anderes. Es gibt nichts, was es nicht gibt, glaube ich. Und man kann sich das alles gar nicht vorstellen. Hier ist Nora. Nora ist 34 Jahre alt. Hallo. Hallo. Was sagst du denn dazu, was du gerade gehört hast? Ja, da ist ja meine Geschichte richtig langweilig gegen mein Thema. Ach, das glaube ich nicht. Ja, ich möchte nämlich darüber reden, ob ich in meiner doch recht jungen Beziehung schon die Flinte ins Korn werfen soll oder nicht. Oh, wie alt ist die Beziehung? 4 Monate. Oh ja, das ist sehr jung. Ja, und ich neige eh immer dazu, zu schnelle Entscheidungen zu treffen und ich weiß nicht. Also beschreib mal, was los ist, weswegen du so hin und her gerissen bist. Ja, also es stimmt total viel. Mhm. Also es ist ein total lieber Mann und es stimmt total viel. Mhm. Aber ja, ich glaube, wir sind im Körperlichen total unterschiedlich. Also im Körperlichen, einfach, also grob gesagt schon im Körperlichen, also es fängt schon mit kleinen Berührungen an, dass ich schon so ein Mensch bin, der gerne Händchen hält und zwischendurch knutscht und ein Küsschen gibt und so, ne? Ist er nicht so dabei? Nee. Und halt auch nicht sexuell. Also es ist schön, wenn wir miteinander schlafen, aber es ist total selten. Ach, es ist selten? Ja, und das, warum ist er noch so jung ist, und es war von Anfang an selten. Wie alt ist er? Ist er in deinem Alter? Ja, er ist in meinem Alter. Und wie erklärst du dir das, dass das selten ist? Na, ich habe natürlich auch am Anfang auch gefragt, also ich bin da ja auch, also wenn ich nicht jetzt ein Typ bin oder auf was Bestimmtes steht, was ich halt irgendwie nicht verkörper oder so, dann ist es ja in Ordnung, dann soll er mir das nur sagen, also das, ne, aber er meinte halt, nein, ist alles in Ordnung und er würde mich begehren, aber es hätte was mit einmal mit seinem Stress zu tun, den er hat beruflich. Ja. Und ja, dass er einfach so auch lange seine eigene Sexualität vernachlässigt hat, also dass einfach seine Libido nicht so hoch ist. Ja, hat er denn oder hast du besondere Vorlieben, die der andere dann wiederum nicht teilen kann? Nee, erstmal grundsätzlich nicht. Also Vorlieben, also ich bin schon ein aufgeschlossener Mensch und neugieriger Mensch und habe gerade in meiner letzten Beziehung halt einfach so das erste Mal so auch im Sexuellen einfach gespielt und neue Erfahrungen. Jetzt nichts riesengroßartiges, aber ja, also so, dass man auch mal ein bisschen devot war oder so, ja, diese ganzen Spielereien. Ach so, ja, gut, das ist... Aber es ist auch gar nicht so, das muss. Also,
Weiß er das, dass du gerne mal so in die devote Rolle reinschlüpfen? Nee. Weiß er nicht. Aber ich muss auch nicht jetzt die devote Rolle ständig. Mir würde schon, also ich bin, glaube ich, ein sehr körperlicher Mensch und leidenschaftlich auch. Und er ist mehr so sachlich. Aber wenn ihr miteinander schlaft, so habe ich es gerade verstanden, dann ist es gut, oder? Es ist schön, ja. Es ist schön. Es ist nicht schön, es klingt so ein bisschen, ja, es ist zwar schön, nicht aber... geil, aber es ist schön. Es ist so, wie es am Anfang eben schön ist. Also es ist zärtlich. Es kann sich nichts entwickeln. Es kann sich nichts weiterentwickeln, weil es immer wieder ist wie beim dritten Mal, sage ich mal. Ach so. Oh, das ist natürlich ein hartes Urteil, wenn man erst so kurz zusammen ist, wenn man das dann schon sagt. Also es ist so die klassische Blümchensex-Nummer. Ja, es ist nicht schlimm, ja, dass ich jetzt mal Blümchen, also... Nein, schlimm ist es nicht, es ist ja schön, ne, haben wir ja gesagt. Wäre es regelmäßiger Blümchensex, dann würde ich auch denken, gut, da kann sich was entwickeln, aber wenn es eh nur ein paar Mal ist, ist es immer wieder so neu. Irgendwie. So, wenn ich jetzt dein Freund wäre, und dann würde ich sagen, pass mal, auf Nora, irgendwie ist das ein bisschen seltsam bei uns mit dem Sex. Du sagst mir jetzt knallhart, auf was du stehst, und dann ziehen wir das durch. Was willst du? Was machen wir? Also erstmal will ich sowieso... Du willst dir wohl sein. Ich will sexistischer leben. Du willst sexistischer leben. Du willst hart rangenommen werden. Ja. Ich will immer mehr neu entdecken. Meinen sexuellen Horizont erweitern. Ja, ist ja auch noch voll viel, wo ich merke, da könnte noch entdeckt werden. Du willst auch von mir benutzt werden. Ja. Ja. Und auch im alltäglichen Umgang, dass das einfach... Dass er mir auch im alltäglichen Umgang durch kleine Gesten zeigt. Also ich komme aus so einer Beziehung, wo das extrem war halt auch. Ja. Also wo ich was Extremes kennengelernt habe, der mir ständig das Gefühl gegeben hat, der findet mich geil. Mhm. Und der ist scharf auf mich und der begehrt mich. Und ja. Also du willst auch gerne mal ab und zu zwischendurch im Fahrstuhl die schnelle Nummer haben, wenn's hätte ich nichts gegen. Ne? Und nicht erst lang vorbereitet und geplant, morgen in 3 Wochen machen wir es bei Kerzenlicht und Schmusemusik. Das muss nicht unbedingt immer sein. Das kann auch sein, aber es muss nicht sein. Kann auch sein, das meine ich. Das alles. Mhm. Also ich bin halt auch, also eben das drum, nur geil fände ich auch blöd. Das muss auch schön sein. Mhm. Gehst du mit mir in SM-Club? Nee. Auf keinen Fall. Mhm. Nee, darauf stehe ich nicht. Ja. Also es gibt einiges, auf das ich nicht stehe und einiges, ja, wo ich also. Ihr Lieben, falls ihr gerade zugeschaltet habt, nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt als Domian Nora gefragt, ob sie mit mir in den SM-Club geht. Nein, so war es nicht gemeint, sondern ich spiele gerade ihren Geliebten. Weiß halt nicht, ich meine, ich bin in einem Alter, wo man halt auch Familie gründet und der würde halt auch ein Kind mit mir wollen und ich weiß halt nicht, ob ich da nicht zu schnell dann auch jetzt, also wenn ich jetzt deswegen mich trenne, ob das nicht auch zu früh ist. Ist ein guter Typ, sagst du eigentlich. Wie bitte? Ist eigentlich ein guter Typ. Ja, ist er. Ist auch ein attraktiver Typ. Ist er, ja. Ist er, Das ist ja das verrückt. Also ich begehre den total. Ich finde den total sexy. Und also ist, ja. Ja, aber irgendwie ist er in dem Sexuellen ein bisschen eine Schlaftablette, ne? Mhm. So wie du es mir gerade... Oder schon wieder so wertend. Ich würde einfach sagen, anders. Ja, er ist anders. Ja, genau, das ist so wertend. Das stimmt, das ist ein bisschen bösartig wertend. Er ist anders, er ist gebremst. Vielleicht ist er aber auch wirklich nur gebremst. Ich denke ja auch, vielleicht kann ich da was wecken. Mach doch deinen Mund auf. Sag ihm das doch knallhart ins Gesicht. Ja, ich muss halt auch, denke ich, also ich habe es mal versucht und es ging irgendwie nach hinten los. Ich glaube, ich habe da ein bisschen falsch angefangen. Es kam, glaube ich, ein bisschen vorwurfsmäßig oder er meinte, er fühlt sich halt unter Druck gesetzt. Das war, als er gerade voll beruflich Stress hatte. Mhm. Ich muss es irgendwie mehr mit so einem, ach, weißt du, Schatzi, ne? So. Ja, vielleicht wäre so eine Rollenspielnummer wieder nicht schlecht. Da kannst du ihn auch vielleicht auch aus der Reserve mitlocken. Das passt. Ich habe eine Idee, lass uns aber das machen. Ich bin die Position, du bist die Position, du übernimmst die Rolle. Hältst du da Bock drauf oder so? Mhm. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach vielleicht auch mutiger sein sollte und mehr Forscher einfach, ihn öfter einfach eben anpacken. Ja, natürlich, Ahnung. Ja. Und du empfängst ihn ab und so in Strapsen oder wenn er von der Arbeit kommt oder... Ich weiß nicht was, aber irgendwie, dass du sei, also ich würde nach 4 Monaten, würde ich mir denken, okay, das ist ein toller Typ, der ist nett, da ist auch irgendwie so ein Potenzial, den könnte ich auch wirklich lieben, ne? So sagst du, ne? Ja. Aber man muss natürlich sehr ernst nehmen, wenn das Sexuelle jetzt schon unbefriedigend ist. Das kann natürlich alles killen. Dann bist du in einem Jahr oder in 2 Jahren bist du völlig frustriert und bist eh weg von ihm. Deshalb hast du jetzt vielleicht die Chance, dieses offensiv anzugehen, mit der Chance, dass du da was wächst bei ihm und dass da was passiert, aber natürlich auch mit dem Risiko, dass es den Bach runtergeht. Aber dann ist es auch gut, dann ist es auch geklärt. Dann ist es insofern geklärt, dass du weißt, der ist nicht so, der ist anders gepolt, der mag das nicht. Mhm.
Aber du musst es, ich würde jetzt da was riskieren. Ich würde selbst Forscher sein an deiner Stelle und ich würde das auch mehr thematisieren, das Ganze. Mal gucken, was passiert. Vielleicht knackst du ihn ja. Kann ja auch sein. Ne? Es gibt ja so Menschen, die erstmal zurückhaltend sind und anders drauf sind. Und Sexualität ist doch ein zu wichtiger Punkt, ne? Unbedingt. Irgendwie rational so eine rationale Beziehung zu führen. Ach, und wie du drauf bist, wenn du jetzt bei dem bleibst und da passiert nichts, bist du in den Gedanken immer zu woanders. Naja, ich merke ja jetzt schon, die Gedanken um meinen Ex-Freund sich kreisen geht gar nicht. Also ich weiß ja nur deswegen, weil ich da unglücklich bin. So, und dann gehst du auch fremd irgendwann. Mhm. Ja, und das wollen wir ja verhindern. Ja. Ja, du musst einen richtigen Kerl musst du haben im Bett. Mhm. Ja, das ist es. Mhm. Ob wir den wecken bei ihm? Ich probiere es. Probier es, bitte. Probier es mit allen Mitteln. Weil das wäre schade drum, wäre echt schade. Ja, es ist natürlich toll, wenn das ein guter Mann und ein guter Typ ist. Und wenn das andere jetzt auch noch dazu käme, wäre es ja ideal. Ja. Also toll. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Das war Nora. Ach, und hier ist noch eine Nora. Hallo. Ja, hallo. 22 Jahre ist diese Nora, hallo. Genau, hallo. Und was geht's bei dir, Nora? Ja, es ist so, dass heute mein Freund Schluss gemacht hat, mit dem ich jetzt seit 3 Jahren und 8 Monaten zusammen war. Das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Auf jeden Fall, also das war auch die erste längere Beziehung, die ich so hatte. Ich meine, gut, da war ich 18, als ich ihn kennengelernt habe. Und vorher waren das auch immer nur so kürzere Geschichten. Ja, er hat Schluss gemacht? Ja. Warum? Ich weiß es gar nicht so richtig. Also es gab von Anfang an ziemlich viel Stress, kann ich gar nicht so sagen, in der Beziehung. Wir sind einfach grundverschiedene Menschen. Mhm. Und es kommt noch dazu, dass er 8 Jahre älter ist als ich. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es kann in einigen Bereichen halt so dazu. Und ich weiß nicht, er ist ein extrem passiver Mensch, war auch lange arbeitslos, ohne da wirklich was zu tun, macht jetzt aber endlich eine Umschulung, aber halt auch erst mit fast 30. Auch extrem passiv in der Beziehung? Überall, in seinem ganzen Leben, auch in der Beziehung. Das war auch ein großes Problem von Anfang an für mich. Das würde mich nerven? Ja, auf jeden Fall. Das würde mich nerven? Auf jeden Fall. Das hast du 3 Jahre ausgehalten? Ja, noch länger. Ich weiß nicht. Aber er war jetzt nicht so passiv, dass du Schluss gemacht hast, er Schluss gemacht. Das ist ja was Aktives. Ja, es ist schon was ganz Komisches und sogar da hat es sich gezeigt, weil ich es ihm schon wieder fast in den Mund legen musste, sage ich mal. Also wir wollten jetzt zusammenziehen oder eigentlich war ich das mehr. Ich bin auf jeden Fall der aktive Part halt immer gewesen. Mhm. Ich bin auch einfach ein ganz anderer Mensch da als er. Mhm. Und ich habe ihn da auch so ein bisschen gedrängelt, weil ich auch sowas hatte von, Mann, wir sind jetzt auch schon lange zusammen und es war auf jeden Fall immer klar, dass wir uns auch lieben. So. Mhm. Ja, und ich wollte es halt irgendwie, ich weiß nicht, für mich war so ein weiterer Schritt. Okay, an der Zeit. Heute Schluss gemacht. Wie war denn die Gesprächssituation heute? Also, wie hat er das denn gesagt? Ja, das war total komisch. Wir haben telefoniert, er hatte angerufen, wir haben uns gestern noch eine Wohnung angeguckt, die wir auch gekriegt hätten und die war auch eigentlich ganz toll, aber als wir sie gekriegt haben, wie bei so vielen anderen auch, wollte er sie dann plötzlich nicht mehr, weil er im Prinzip einfach nicht zusammenziehen wollte. So. Ja, ja. Hat er immer nur so rumgeeiert und dann bin ich irgendwie ziemlich sauer geworden auch und habe ihm das auch vorgeworfen und habe gesagt, dann soll er jetzt aber da anrufen und absagen, weil ich das sonst immer alles geregelt habe, da habe ich auch keine Lust drauf. Und ich weiß nicht, das ging so hin und her. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gucke ich nach gar nichts mehr. Und hat er gesagt, ja, mach doch. Und dann habe ich gesagt, dass ich im Prinzip einfach das Gefühl habe, dass er die Beziehung so einfach nicht mehr möchte. Also es ist jetzt... Ach so, das Gefühl hattest du schon, dass du das so ausdrücken konntest. Ich habe das schon gespürt, so, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann und durch diese Wohnung wurde das noch klarer, durch sein Verhalten mit der Wohnung. Absolut, er ist dem so ausgewichen. Ja. Und da hast du ihm das quasi in den Mund gelegt und dann hat er geantwortet, ja? Ja, dann hat er gesagt, ja. Da habe ich erstmal aufgelegt und dann aber wieder angerufen, weil ich das irgendwie auch nicht so stehen lassen konnte. Und dann habe ich gesagt, ist jetzt Schluss, meinte er, ja. Und dann bin ich auch heute direkt noch hingefahren und habe meine Sachen abgeholt, weil ich das echt geklärt haben wollte. Und habe noch versucht, mit ihm zu reden. Und warum? Einfach, ich konnte es nicht verstehen, dass es... Es kam für mich schon irgendwie aus heiterem Himmel. Ich hatte zwar schon das Gefühl, irgendwas ist da komisch, aber ich hätte nicht erwartet, dass er Schluss macht. Niemals. Wie lange ist denn... das Ganze schon so ein bisschen komisch für dich? Jetzt, seit wir nach Wohnungen geguckt haben, intensiv, das sind jetzt so 3 Wochen, aber wir hatten seit Anfang unserer Beziehung immer wieder so ganz starke Auf- und Abphasen. Aber das ging eigentlich immer von mir aus und nicht von ihm. Weil ich mit dem Passiven halt nicht so klar gekommen bin. Das heißt, da muss sich ja schon seit sehr, sehr langer Zeit bei ihm etwas entwickelt haben. Ne? Dass er dann ohne Wenn und Aber quasi eingeschlagen hat. Ne? Ja. Und gesagt, okay, Schluss.
Meinst du, dass er leidet? Schon, ja. Also er hatte auch schon so Tränen in den Augen irgendwie und sagt auch, dass es nicht daran liegt, dass er mich nicht liebt. Aber das finde ich dann noch viel bescheuerter. Das ist bescheuert, ja. Mhm. Wie so eine dumme Ausrede. Ja, und das ist das, was immer kommt. Er hat einfach nur Angst. Er hat einfach nur Angst. Und bevor er sich irgendeinem Konflikt stellt, dann haut er ab. Und es geht jetzt so weit, dass er halt sogar Schluss macht, weil er mit dieser Krisensituation nicht umgehen kann. Er Du hältst es durchaus für möglich, dass der dich noch liebt. Das war nicht hat er sogar gesagt. Na gut, das kann ja auch ein Spruch sein. Ja, ich das kann man nie sagen, aber ich bin mir dessen eigentlich sicher. Ich weiß nicht. Der ist so unsicher, so labil, so passiv, dass er diese Stresssituation vielleicht mit euch nicht aushält. Ja. Und dann geht er lieber. Ja, er hat hat schon so ziemlich schwierige Lebensumstände, was aber auch darin begründet ist, dass er das nicht meiner Meinung nach in die Hand nimmt, so sein Leben richtig. Aber das kommt halt dazu, aber es ist einfach nur eine Flucht. Jetzt will ich dir mal sagen, Nora, du wirkst nicht so verzweifelt wie jemand, der gerade verlassen worden ist. Ja, ich bin auch in einem ganz komischen Zustand irgendwie. Ich habe irgendwie erst mal 5 Stunden rumgeheult und musste direkt zu einer Freundin und dann noch Besuch kriegen, weil ich absolut nicht alleine sein konnte. Ja, und jetzt kann es sein, dass es bei aller Traurigkeit, wenn man über 3 Jahre zusammen war, ist das normal, auch so ein ganz kleines Stückchen Erleichterung da ist? Auf eine gewisse Art und Weise vielleicht schon, weil ich für mich selber schon sehr häufig überlegt habe, ob ich die Beziehung so tragen kann, weil ich mich manchmal gefühlt habe, so kann es das gewesen sein, beziehungsmäßig im Leben, weil es halt doch von ihm, es war schön, das passte so eben mit der Nora auch, es war schön, aber es war überhaupt nicht aufregend, gar nicht, es war alles total normal von Anfang an. Ja, und ich stelle mir wirklich, deswegen sagte ich gerade auch, und das würde mich wahnsinnig machen, wenn man immer das Gefühl hat, man selbst ist der Motor. Ja, das ist man muss immer den anderen hinterher schleifen, was man auch tut. Ich habe es so oft angesprochen, aber ich weiß nicht, Das ist auch, das musste ich auch einfach einsehen mit der Zeit, der ist einfach so. Aber ich habe mich sogar für mich irgendwie damit arrangieren können, sage ich mal. Und ich hätte nicht gedacht, dass es von ihm jetzt kommt. Was meinst du, wie du dich fühlen wirst, wenn du vielleicht in gar nicht so ferner Zeit, ich wünsche es dir sehr, einen neuen Freund hast, der ein bisschen aktiver ist oder ein aktiver Typ ist? Ja, ich kann es mir nur hoffen. Ne? Das wünscht sich doch jeder, dass er jemanden an der Seite hat, der mindestens genauso aktiv ist wie man selbst. Auf jeden Fall, weil ich auch selber eigentlich ein total emotionaler Mensch bin. So. Und es ist einfach, ich fühlte mich irgendwie teilweise, ich bin immer so ein bisschen nicht satt geworden. Das ist komisch, guter Satz. Das wäre ich nicht satt geworden. Ja, so war es auch wirklich. Es fehlte immer so ein bisschen was. Und es ist ja nichts schöner, als wenn man mit jemandem zusammen ist, der auch eine starke Persönlichkeit ist und man sich gegenseitig so hochschaukelt, ne? Vorantreibt. Das brauche ich auch absolut. Ich brauche auch einfach Man kann sich auch schon mal hängen lassen, ist ja auch okay, ne? Aber für eine gewisse Zeit, aber da muss es dann auch wieder nach vorne gehen. Auf jeden Fall. Ich bin auch nicht der Mensch, der immer durchpowern muss, aber ich brauche einfach jemanden, der mir Kontra gibt. Auch. Also er beschwert sich bei mir auch, dass ich immer absolut mit dem Kopf durch die Wand will und das durchsetzen, was ich mir vorstelle, aber von ihm kommt auch nichts dagegen. Da ist nichts, was meine Grenze setzt oder sagt, halt, ich will das so und so. Weiß nicht. Ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen, weil ich es mir schon fast vorstelle, wie es war oder mir schauderhaft vorstelle. Wie war der Sex? Also erstaunlich gut. Doch. Schon, aber auch, also es war ein ganz klassisches Muster drin, so. Wir haben ja stellungsmäßig jetzt nicht super langweilig schon ausprobiert und so, aber es war jetzt nicht sonderlich häufig und also mir war es eigentlich immer zu selten irgendwie und auch ja schon relativ gleich auf die Dauer, gerade mit der Zeit so. Auch so, wie wir es gerade gehört haben. Das war schön. Das passt total, ich muss auch so lachen nehmen, Ich habe, gerade wenn ich mir das so vorgestellt habe, eigentlich ihn beim Sex immer unten liegen sehen. Nee, das gar nicht. So war es nicht. Nee. So war es nicht. Ach, Nora. Ja, das sind dreieinhalb Jahre. Ja, und es ist ganz frisch, gerade heute zu Ende gegangen. Aber ich glaube, ich meine, das ist jetzt schon fast ein bisschen vermessen, nach 8 Minuten Gespräch zu sagen, aber ich sage es trotzdem, ich glaube, es ist gut so. Du hast jetzt so viele Sachen gesagt, die sind so eindeutig. Ich bin nicht satt geworden. Ich habe nicht Lust, immer die Starke zu sein. Und ich möchte auch mal Widerworte haben und einen Gegenpart. Und weiß ich was alles. Es ist gut, dass es vorbei ist, glaube ich. Ja, ich schwanke halt so. Ich bin teilweise total verzweifelt, weil es auch einfach
ich habe das Gefühl, mir fehlt jetzt einfach auch ein Teil an... Ist aber auch völlig normal. Der jetzt so lange auch dazugehört hat. Ja. Und andererseits, ja, ich weiß nicht. Ich denke halt, klar, das muss halt irgendwie weitergehen. Mhm. So, aber es ist... Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man sich gerade frisch getrennt hat, wie es weitergeht. Nee, aber, das ist schwierig. Aber es wird schon weitergehen. Und ich glaube, du hast die besten Voraussetzungen. Also ganz hilfreich ist es immer, dass es gut weitergeht, wenn man den anderen doch kritisch und immer kritischer sieht. Mhm. Es ist ganz schlimm, wenn man den anderen toll findet, nach wie vor. Und das ist es irgendwie zerbrochen. Dann, ja, dann das, ist es ganz schlimm. Ja, das kann schon sein. Ich sehe jetzt nicht nur das Schlechte in dem. Ist mir klar. Es ist ein toller, so, ist echt ein ganz lieber Mensch. Ja. Halt. Aber du siehst ja du hast ja doch eine ganze Menge Kritikpunkte. Und die können einem sehr helfen, Abstand zu gewinnen. Ja, das denke ich auch. Ja, dass man sich nicht so in so eine Illusion reinsteigert. Genau, ganz genau. Ja. Liebe Nora, toi 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 für die nächsten Wochen und Monate. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Dir auch. Dankeschön. Celine, 19, hallo. Hallo. Hallo Celine. Und zwar habe ich das Problem, dass ich halt seit 2,5 Jahren mit meinem Freund zusammen bin. Also ich bin 19, studiere und ich habe letztes Semester im Wintersemester angefangen zu studieren. Ja. Und das Problem ist, dass ich also gleich als Hiwi eingesetzt wurde für meine Dozentin und ich mich in sie verliebt habe. Oh. Und sie macht mir eben auch so eine Art Avancen sozusagen, dass sie mich auch mal in den Arm nimmt oder mich auch mal irgendwie berührt oder sowas. Aber ich... Also ich habe mich schon in sie verliebt. Ich habe schon das Gefühl, dass sie sich eventuell auch in mich verliebt hat. Stopp! Ja. Du erzählst das so schnell. Ich muss erst mal ein bisschen fragen. Die Beziehung, die 2,5-jährige Beziehung, die du hast, das ist eine Beziehung mit einem Mann. Ja, mit einem Mann. Mit einem Mann. Genau. Hattest du schon mal was mit einer Frau? Ja, einmal so geküsst, aber das war eben mehr so mit 14, glaube ich, war ich damals. Na gut. Ja, also es war eben, denke ich mal, wie viele Frauen das vielleicht einfach mal haben, so einen Zungenkuss irgendwie und das war es dann auch, einfach mal zum Ausprobieren. Und hast du wirklich das Gefühl, jetzt verliebt zu sein in die Dozentin? Ja, allerdings habe ich jetzt eben auch so ein bisschen das Problem, ob das wirklich der Reiz der Frau sozusagen ist oder ob das eher der Reiz der Macht irgendwie ist. Also ob das gute Frage. Das Wissen ist, was mich irgendwie auch anmacht. Gute Frage. Wenn die jetzt, Bäckerei-Fachverkäuferin wäre, bei dir in der Ecke... Ja, nee, ich glaube, das könnte nämlich nicht passieren. Das ist eben nun mal eine Dozentin sozusagen. Also macht das schon sehr viel aus, ihre Position und dass deshalb so ein Gefühl da bei dir losgetreten worden ist. Ja. Du findest sie objektiv gesehen auch attraktiv? Ja, sehr. Also sie ist natürlich auch sehr jung geblieben und sehr hübsch und sehr attraktiv. Ja. Wie alt ist sie denn? 44. Ja? Ja. Aber wenn du sie auf der Straße so sehen würdest, ohne dass du wüsstest, was sie ist, würdest du nicht unbedingt hinterher gucken? Also ich fände sie hübsch als Frau, aber ich würde, glaube ich, nicht jetzt unbedingt sowas wie sexuelle Erregung oder sowas empfinden. Aber das meinst du im Moment zu empfinden? Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und du meinst, dass auch sie in irgendeiner Weise was für dich empfindet, weil sie dich mal in den Arm nimmt oder so? Ja, beziehungsweise eben wir unterhalten uns sehr gut und sie nimmt mich eben mal in den Arm oder streichelt mich mal so am Rücken oder sowas und ich bin mir jetzt eben nicht sicher, ob das irgendwie sowas sein könnte oder ob das einfach nur so normale... Ja, ich meine, da überinterpretiert man natürlich gerne und leicht. Ja. Es gibt einfach herzliche Menschen, die auch sehr körperlich sind, die einen in den Arm nehmen, die einen auch anfassen, was aber überhaupt nichts aussagt darüber, dass da eine sexuelle Attraktion stattfindet oder vorhanden ist. Ja, also was für mich noch ein Problem ist, ist eben, dass ich nicht weiß, wie das so für meine Uni-Karriere sozusagen aussieht oder später für meine normale Laufbahn sozusagen. Also ob mich das irgendwie mal behindern kann, ob mir das zurückfallen kann. Natürlich, also da gibt's ja zwei Themenkomplexe. Einmal den du jetzt gerade angesprochen hast, woraufhin ich auch sofort sagen will, lass die Finger davon. Ja. Die Frau wird es sowieso auch nicht tun, wenn sie klug ist, weil sie ihre Karriere und ihren ganzen Job alles gefährdet. Wenn sie überhaupt interessiert ist, weiß ich nicht. Ja. Für dich ist es kompliziert. Es ist immer eine sehr unerquickliche Situation, wenn in einer solchen Verbindung eine Liebesgeschichte passiert. So, das ist das eine. Das andere ist, du hast einen Freund. Ja. Ja, aber da weiß ich eben nicht, das klingt jetzt natürlich blöd, aber inwieweit das vielleicht auch mit der Dozentin nur sowas auf Zeit sozusagen wäre, ob das einfach eine Erfahrung zu machen wäre, die man einfach mal mitnehmen kann und wenn das eben zu Ende ist, weil sie eben auch Familie hat, einen Mann, ein Kind und so weiter. Das weißt du alles? Ja, das hat sie mir auch alles erzählt und ob das dann nicht alles
ob auf Zeit vielleicht auch laufen würden, einfach eine Erfahrung wäre, die man so mitnehmen könnte. Nee, das finde ich ja nur auch schon, das war nur krass, was du da sagst. So auf Zeit mal ein bisschen fremdgehen, Erfahrung machen und dann wieder zurück ins warme Nest der Beziehung gehen. Hm. Nee, läuft nicht. Nee? Weißt du was? Nee, nee, finde ich nicht, Selin. Nee, aber ich denke einfach, ich bin eben jung, ich kann ja noch alle mitnehmen. Ja, okay. Dann darfst du nicht in einer festen Beziehung sein. Ja. Dann geh raus und hau dir die Hörner ab, ne? Mhm. Aber auch nicht bei einer Dozentin. Ich finde, du hast, glaube ich, etwas ganz Selbstkritisches gerade gesagt. Und das finde ich nämlich sehr ernst. Du hast gesagt, ich glaube, es kann sein, dass die mich auch so scharf macht, weil die in dieser Machtposition ist. Ja. Das ist meine Vorgesetzte, meine Dozentin. Und wenn du das jetzt schon so sagst, könnte ich fast wetten, es ist so. Ja. Lass die Finger davon. Also das vielleicht auch so wäre wie mit einem Mann, meinst du? Ja, oder? Ja. Also wenn jetzt ein Dozent in der gleichen Position wäre, ob es ein Mann oder eine Frau, genauso dass finde man ich. Die Macht einfach für die Rolle spielen würde. Ja. Lass die Finger davon. Okay. Mehr kann ich nicht mehr sagen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Okay, gut, dann also, wünsche ich noch einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Jens Diegel. Morgen wieder freie Themennacht, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr hier anrufen und mailen könnt ihr jetzt natürlich die ganze Nacht und immer domian@wdr.de. Bis morgen, tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg hören Sie Nachrichten. Ein im Irak entführter US-Soldat ist offenbar von seinen Geiseln